Manchmal habe ich auch so meine Probleme mit der deutschen Sprache. Ja, tut mir leid, ich bin erst seit ein bisschen mehr als 20 Jahren in Deutschland, wurde hier geboren, aber ja, was soll's. Gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elfen zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier auf Arcana beim Schattendschungel, die Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Hier werden wir gleich zur nächsten Trainerin aufbrechen, zur nächsten Insel-Captain, Insel-Königin. Wir sind mitten in der Herausforderung von Mazurika auf Pony. Die hat uns im letzten Part losgeschickt, alle Captains nochmal zu besiegen und uns von jedem ein kleines Blütenblatt abzuholen. Das machen wir in diesem Part ein bisschen weiter. Wir haben im letzten Part schon, wie heißt sie, Enima. Ja, heißt Enima, haben wir im letzten Part erfahren, dass er ein R ist. Den haben wir schon besiegt. Heute geht's weiter mit Akala und ihrer hier. Denn wer ist sie? Ich hab's schon fast vergessen. Auf jeden Fall sie mit den grünen Haaren. Ihr müssen wir folgen und sie müssen wir. Ah, Maho heißt sie. Sie müssen wir herausfordern. Auf geht's. Ein wildes Pokémon im hohen Gras. Natürlich. Es ist ein Niemandes. Das haben wir, glaube ich, sogar schon im Team gehabt. Und zumindest auf der Box. Nein, hatten wir nicht. Sonst würde es da oben stehen. Sonst würde es angezeigt werden. Da ist sie. Die Captain. Leilalei. Mati. Maromaku. Ich fühle mich immer so entspannt, wenn ich die Attacke trifft. Eine Wohltat für den Körper und Geist. Ob das mit der tiefen Entspannung für jemanden, der sich sonst immer so quietschfidel fühlt, so eine gute Idee ist. Was, wenn unerwarteter Besuch auftaucht? Guten Tag, ich bin's. Unerwarteter Besuch. Zwangfee. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich sie gesprochen habe, wie ich sie synchronisiert habe, aber ja, ich synchronisiere sie jetzt einfach so. Wie lange stehst du denn schon da? Nicht, dass mir das etwas ausmachen würde. Ich habe meine Pokémon eben lediglich gefragt, welchen Spezialmenü sie Appetit hätten. Das ist alles, ich schwöre. Schwöre. Ach, arme, tiefenentspannte Maho. Ich glaube, das kauft dir keiner ab. Die Sache von eben ist Maho ziemlich peinlich. Aber ich weiß, wie wir sicherstellen können, dass du niemanden davon erzählst. Ein Kampf. Ich bin dabei. Auf geht's. Haha, ich wusste, dass du anbeißen würdest, Zwangfee. Um ehrlich zu sein, ist es mir egal, ob du Mahos Geheimnis ausplauderst oder nicht. Hauptsache, ich kann gegen dich kämpfen. Ach, ich kämpfe gegen Tracy oder was? Auch gut. Kampf gegen Tracy in Mazurikas Prüfung. Ja. Tracy fordert dich heraus. Captain Tracy fordert dich heraus. Los, Vinicro. Ja, Vinicro vs. Landtouren. Dann setzen wir doch mal Gifthieb ein. Schauen, was es uns bringt. Nicht viel, weil wir vorher besiegt wurden. So geht's natürlich auch. So kann's gehen. Dragon ist dran. Kann es sein, dass die Prüfungen immer schwerer werden? Und dass das dritte Blütchenblatt, das wir jetzt haben, schon ein bisschen komplizierter ist als das zweite Blütenblatt und das erste Blütenblatt, was wir bekommen haben. Und die Kraft. Na komm. Ah, Mann, verdammt. Da habe ich mir aber mehr erwartet.
Ja, man soll nicht so viel erwarten von Kämpfen. Wie wär's denn mit Drachenklau? Das könnte doch was bringen. Unter Umständen. Hydropumpe. Na, wenn das Dragon aushält. Nein, hält er nicht aus. Schade. Wurde besiegt. Na dann, Lenny. Du bist an der Reihe. Hau rinne. Bei mir sind es schon zwei Pokémon. Game over bei Tracy nicht eines. Ewige Nacht, die Z-Attacke. Können wir die vielleicht mal einsetzen? Hydro-Pumpe. Wahrscheinlich eher nicht. Denn die wurde besiegt. Ja, okay, so viel dazu. Steve ist an der Reihe. Kämpfe, Steve, kämpfe. Gib dein Bestes. Natürlich setze ich Nitro-Ladung ein. Bin ich denn komplett doof? Komplett verblödet bin ich oder was? Nitro-Ladung auf Lantern. Das ist ein Fisch-Pokémon. Das ist ein Fisch. Wasser. Typ Wasser. Ist auch klar, dass Nitro-Ladung nicht so dolle wirkt. Ladungsstoß. Ja, mei. Kugelsalat. Das dürfte es doch ein bisschen mehr bringen. Hättest du mal gleich eingesetzt. Ja, aber. Hat man wohl verkackt. Na, verkackt habe ich noch nicht, aber Steve hat verkackt. Er wurde besiegt. So, dann mal Hoodie, das Pflanzen-Pokémon. Mal endlich in den Kampf rufen. Vielleicht kann der was anrichten. Kampf mit Laubklinge und Donnerwelle. Okay, werden wir mal paralysiert. Na komm, das ist das erste Pokémon. Bei meinem Team sind schon vier. Game over. Dürfen wir dann mal auch mal einen K.O. kriegen. So, da kommt der zweite Austos. Ich kämpfe natürlich weiter. Und es ist so eine Sie. Es ist ein Austos weiblich. Ich hoffe, Rasierblatt bringt was. Andererseits wäre es ein bisschen bekloppt. Das ist ein bisschen schade. Rasierblatt. Komm. Joa. Bringt zumindest nicht nichts. Kann man doch mit umgehen. Kann man so lassen. Die Stacheln werden nichts bringen. Lauchklinge. Ja, nice. Mach's fertig, Hoodie. Noch einmal Rasierblatt und dann haben wir es rasiert. Ist der Fisch rasiert? Ist zwar eine Muschel, aber der Fisch ist rasiert. Na komm. Da war es nur noch einer. Schaffen wir den dritten mit Hoodie auch noch? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist hier die Frage. Aranestro. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Oh, ja. Den kenne ich. Den kenne ich sehr gut. Ich sag nur Inselprüfung. Herausforderung oder was das war. Haben wir in dem großen Gewässer gesehen. Hat uns angegriffen. War ein schwerer Gegner. Ui, Hudi hat ein bisschen Schaden bekommen. Ich hoffe, er hält es aus. Knirscher. Sehr effektiv. Er hält es nicht aus. Ah. Jetzt haben wir nur noch Pikachu. Das ist jetzt die Frage, hält es Pikachu aus? Wird Pikachu mit seinen Donner- und Blitzattacken, Elektroattacken, Aranestro besiegen? Stromstoß. Versuch es mal mit Stromstoß. Komm, ich glaube an dich. Du schaffst es. Ja, nice. Er hat es geschafft. Er hat Aranestro besiegt. Wuhu. Pikachu erleidet Schaden durch seinen Rückstoß. Ja, Level 57 hat er sich verdient. Und haben wir es geschafft. Captain Tracy wurde besiegt. Kriegen wir das nächste Blumenblatt. Tja, da hast du mich schon wieder nach allen Regeln der Kunst abgefertigt. Zangfee gewinnt 6120 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Captain Tracy hervor. Das dritte Blumenblatt. Das Blütenblättchen. Hier, dieses Blütenblatt ist für dich. Du erhältst es im Rahmen von Matsurikas Prüfung. Nicht, dass du es nachher noch als Bestechungsversuch deutest, damit du mein kleines Geheimnis für dich behältst. Ah, ein grünes Blättchen. Ah, ist klar, ja. Bei Wasser-Pokémon. Aber im Dschungel. Ja, okay. Macht halbwegs Sinn. Sieht immerhin aus wie ein Schuppern.
Also wieder, nicht wieder Schuppen, also nicht wie das Gebäude Schuppen, sondern wie die Schuppe vom, eigentlich wie die Schuppe, Schuppe heißt das, Schuppe vom Fisch. Und obendrauf bekommst du von mir auch noch dieses Blütenblatt hier. Findest du nicht auch, dass es den Schuppen eines Lusardin zum Verwechseln ähnlich sieht? Ja, zwei auf einen Schlag. Blaues Blatt. Ah, ein grünes von der grünhaarigen und ein blaues von der blauhaarigen. Ah, schön. Als nächstes gehst du zu Chiave, oder? Was hältst du davon, wenn wir dich zum Vella Vulcan Park begleiten? Gute Idee. Ich weiß ja, dass ich vorher nochmal beim Pokémon Center anhalten kann. Also, läuft in Ordnung. Geht in Ordnung, nicht läuft in Ordnung. Ja, sprich wohnt zu uns 2G. Das war noch nie meine Stärke. Das nenne ich mal ein Quietsch wie deine Antwort. Dann nichts wie los. Manchmal habe ich auch so meine Probleme mit der deutschen Sprache. Ja, tut mir leid, ich bin erst seit ein bisschen mehr als 20 Jahren in Deutschland. Wurde hier geboren, aber ja, was soll's. Puh, da das es im Vella Vulkanpark auch immer so heiß sein muss. Ich bin froh, dass wir gemeinsam hergekommen sind, Zwangfee. Viel Spaß noch mit Chiave. Tracy, wie wär's, wenn du es mit Aranestros Blubstrahl probierst, wenn du dich abkühlen willst? Sie wird es sicherlich probieren. Wird es austesten. Hey, aber ich wollte noch zum Pokémon Center. Das ist jetzt ziemlich weit entfernt. Mensch, muss den ganzen Weg zurück. Dann starten wir mal in die nächste Prüfung, in den nächsten Teil der Prüfung. Wah. Wah. Haar im Mund. Auf geht's. Holen wir uns die nächsten Blütenblätter, Schrägstrich, das nächste Blütenblatt. Je nachdem. Bei der letzten Prüfung haben wir nur eins bekommen. Bei der letzten Prüfung haben wir zwei bekommen. Quatsch. Diesmal wahrscheinlich nur eins. Alola. Na, wer bin ich? Ich bin eine Krabbe. Der Wanderer, der unrasierte Wanderer, der unbekannte Wanderer, der seltsame Wanderer. Der seltsame Wanderer auf jeden Fall. Hahaha, nicht schlecht. Schön, dich wiederzusehen. Suchst du etwa nach Chiave? Der steckt, genau hier. Danke, dass du für mich die Stellung gehalten hast, Geralt. War mein Vergnügen, Kumpel. Nichts ist besser, als hier auf dem Vulkan mit dir und den Knorrer eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen. Das kannst du laut sagen. Das Tanztraining hast mich zum Menschen gemacht, der ich heute bin. Deswegen dachte ich auch, dass du der geeignete Kandidat wärst, um meine Position als Captain zu übernehmen. Warum hast du abgelehnt? Ich fühle mich echt geehrt, Kumpel, aber das sollte jemand machen, dem das auch liegt. Ich bin einfach nicht der Typ, der aus Trainern auf Inselwanderschaft oder den Knugern das wahre Potenzial herauskitzeln kann. Das Einzige, was ich machen will und worin ich mich auch was zutraue, ist das Tanzen. Verstehe. Du bist hier für Marzurikas Prüfung, stimmt's? Bist du bereit für ein heißes Kämpfchen mit mir? Ich brenne drauf, los geht's. Was für ein Wortwitz. Ein Applaus dafür. Ja, einen Applaus. Es gibt nichts Besseres, als gegen einen Trainer zu kämpfen, in dem das Feuer der Leidenschaft brennt. Und da haben wir Captain Chiave, der fordert mich heraus mit 3 Pokémon. Warum haben die immer nur 3 Pokémon? Ja, oder ist das immer so gewesen, dass die alle 3 Pokémon haben? Ich habe 6. Ja, wird wohl reichen, um sie zu besiegen. Um das Team von dem Feuer-Captain zu besiegen. Erstes Arcani. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Flammenblitz? Ja. Vielen Dank dafür. Wenn die Crew wurde sofort besiegt, dank Tafel, Albladi. Ja. Sitze. Dann wurde schon wieder mein Winnie-Crew besiegt und Dragon wahrscheinlich auch gleich mit einem Hieb. Habe ich überhaupt Wasser-Pokémon im Team? Ich glaube eher weniger. Es ist eher weniger der Fall.
Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Naja, mal schauen. Dragon kann vielleicht ein bisschen was anrichten. Oh wei, es ist angerichtet. Arcani zieht sich auch ein bisschen was ab mit seiner Rückstoßattacke. Drachenklaue. Na komm, lass es wirken. Naja, da braucht es noch ein drittes Pokémon, um den Arcani zu besiegen. Da hätte ich ein Lenny. Das könnte ordentlich eingreifen. Zugriff. Aber Tiefschlag einsetzen. Oh. Haben wir es besiegt. Es war bestimmt nicht sehr effektiv, aber hat gereicht, um den letzten KP abzuziehen. Level 46 für Lenny. Schön. Er wird trotzdem nicht zu einem Gengar werden. Das finde ich schade. Weiterkämpfen. Knogger. Oh ja, Knogger ist nice. Das sieht nice aus. Das Bait von Alola. Knogger ist mega. Ein mega Sprite. Oh, Erstschlag sogar von mir. Knogger kann nicht angreifen. Das ist ja nice. Komm nochmal Fenster auch reinsetzen. Haben wir es gleich besiegt, das Knogger. Nice. Wenn ich das so darin sagen darf. Denn die erhält ein paar Erfahrungspunkte. Und auch der Rest des Teams. Fiaro wird eingesetzt. Nein, dann kämpfen wir weiter, Lenny. Du kannst hier scheinbar etwas anrichten. Hast hier wahre Schlagkraft. Spukball. Wie wäre es denn damit? Sturzflug. Oh wei. Ich befürchte etwas. Das habe ich befürchtet. Genau das. Lenny wurde besiegt. Na, dann muss ich wohl den lieben Steve in den Kampf schicken. Jetzt immerhin zwei effektive Attacken. Das konnte man schon in der Vorschau erkennen. Der kann jetzt Bohrschnabel einsetzen. Naja, Vogel gegen Vogel. Mal schauen, was das bringt hier. Sturzflug. Eieieiei, Daumen drücken. Hält's aus. Okay, ja. Und Rückstoß für Fiaro. Oh, das ist auch gut. Ja, nice. Haben wir es geschafft. Steve, du bist ein ganz guter. Auf dich bin ich doch immer stolz. Steve ist wirklich mein Bester. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist wirklich ein Glanz-Pokémon. Glanzleistungen von meinem Glanz-Pokémon. Man kann es Künste machen, wohl einfach nicht gut genug. Sein Vieh gewinnt 6120 Pokémon-Donner und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Kiawe. Was ist Kiawe ja? Kiawas Feuerprüfung. In Kiawe gehe ich hervor. Lass mich raten, eine rote Blütenblättchen-Sache. Ja, hab ich geschickt ausgedrückt. Na sowas. Hallo da. Was? Nur noch kämpfen. Na, Halleluja. Und vielleicht eine Überraschung. Magma. Naja, zum Glück hat er nur ein Pokémon. Und ja, gut, immerhin ist mein Team noch einigermaßen heil. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt alles in diesen Kampf gesteckt und hätte jetzt nur noch Pikachu mit letzten KPs am Überleben. Ja, meine Güte. Ja, mei. Das wäre was gewesen. Hoodie und Pikachu habe ich jetzt noch. Ja, gut, Hoodie. Ja, im Kampf gegen Magma. Ja, gut. Kann man jetzt halten davon, was man will. Und bei Schadenfessel wird es eventuell doch ein bisschen bringen. Könnte es bringen. Ja. In Ordnung, akzeptabel. Kann sich sehen lassen. So, da er jetzt Sonnentag einsetzt. Das war noch Sonntag, oder? Kann ich nochmal die effektive Attacke Schattenfässer einsetzen und dem Ganzen hier ein Ende bereiten? Das sollte jetzt wirklich nicht sein. Kommt jetzt noch ein dritter Trainer oder was? Habe ich die Prüfung nicht mal bestanden hier? Und ihr recht Level 53. Toll. Haben wir den Wanderer auch besiegt. Es war mir ein Vergnügen, das Tanzbein mit dir zu schwingen. Zwangvieh gewinnt 1536 Pokémon-Donner und siegreich aus dem Kampf gegen den Wanderer hervor. Mal geschafft. Mein Kumpel hier hat deine richtige Antwort so gefreut, dass er auch gleich gegen dich gekämpft hat. Jetzt hast du es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nichts anderes als sofort auf Dost tanzen. Das Captain-Dasein ist einfach nichts für mich.
Das hast du gut gemacht, Zwergenfee. Fast schon ein wenig zu gut. Und deshalb erhältst du von mir das feurige Blütenblatt. Sag ich doch, ein rotes Blütenblatt. Du hältst das Item rotes Blütenblatt. Rotes Blatt wurde in der Basis-Items da schwer schaut. Die Energie des Svenner Vulkanparks durchströmt uns und hält uns auf Trab. Das müsste jetzt Olaola sein, wenn ich mich nicht irre. Oder ist das immer noch Akala? Matsurikas Prüfung kannst du in der Hokulani Sternwarte fortsetzen. Soll ich dich dorthin bringen? Ja, da wartet Chris auf mich. Ah, das ist Olaola. Hokulani Sternwarte, oder? Wieder. Der Hokonani-Berg ist im Nu erreicht, wenn man Glurak als Pokémobil registriert hat. Richtig, Chris, meine Grüße aus Zwergfee. Ich habe den echt noch synchronisiert. Naja, ich werde ihn irgendwie synchronisieren. Suchen so nah wie möglich dran zu kommen an die Synchronisation. Das erste Mal getan habe. Es ist bestimmt da drin. Chris, wo bist du? Chrissilein. Mäuschen piep einmal. So. Na dann. Fordern wir ihn heraus. Also Chris, schätze, wir werden uns eine Weile nicht sehen. Aber Marlon, ich... Torgi! Ach Chris. Wenn man Abschied von jemandem nimmt, dann den man gerne hat, dann heißt es lächeln. Das pflegt ein alter Freund aus meiner Inselmannschaftstagen in solchen Situationen immer zu sagen. Und Zwergfee, danke für deinen Gefallen von letztens. Du scheinst auf deiner Inselmannschaft eine Hand Aufregendes erlebt zu haben und gesehen zu haben, stimmt's? Nun weiß ich, dass ich getrost der nächsten Generation das Steuer überlassen kann. So krass. Ab jetzt hast du hier in der Hokulani-Sternwarte das Sagen. Marlon! Togi! Marlon! Das kleine Kitty ist hier ziemlich verstört und traurig. Du warst doch wegen Matsurikas Prüfung hier, stimmt's, Zwergfee? Hier, dieses gelbe Blütenblatt ist für dich. Okay. Nehme ich auch gerne so. Gelbesblatt wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Ich bin ein starkes Kerlchen. Ich mache das schon. Wirst du es überstehen? Soll ich dich trösten? Soll ich einen Schulterklopfer, so ein kleiner Schulterklopfer? Na, wird schon. Ey, er kommt ja gleich wieder. Er muss nur was für Professor Kukui erledigen. Da du ja noch mitten in Matsurikas Prüfung steckst, könnte ich dich gleich zur nächsten Station mitnehmen. Was sagst du? Das ging aber schnell. Mit Chris. Okay, dann nichts wie zum Erdhaus. Gekämpft. Tja. Kriegen wir ein Blatt umsonst. Wenn man zu Fuß unterwegs ist, merkt man es erst so richtig, wie groß Olaola eigentlich ist. Na dann, Zwergfee, viel Glück bei Matsurikas Prüfung. Wer ist unsere nächste Herausforderung? Herausforderer? Bomley etwa? Was der? Du! Hör mal! Die Sache mit Necrozma neulich. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Na sowas! Zwergfee und Bomley, was macht ihr hier? Ach, Hallas Enkel, nichts Besonderes. Ich hätte da eine Frage an dich, Bomley. Und zwar geht's um den Tiktas. Mein Tiktas, wir kennen uns schon echt lang. Seit der Zeit, als ich auf Inselwanderschaft wollte, ist echt ein toller Partner. Bei dem Skull gibt's jemanden, der das mit ihm aufnehmen kann. Mein anderen Pokémon habe ich alle bei meiner Inselwanderschaft getroffen und seitdem mit ihr trainiert. Aber das juckt keinen mehr. Du hast auf die Inselwanderschaft also deinen Pokémon getroffen und neue Freunde gefunden. Freunde? Hat er. Na, die Leute von dir Skull. Du bist bei ihm doch total beliebt, Bromley. Beliebt, ja.
Du willst also sagen, dass Begegnungen mit Pokémon und anderen Menschen das Leben ganz spannend machen? Ha, man merkt, dass du Enkel des Gänsekönigs bist. Du und deine Freundin hier habt vielleicht das Zeug dazu, was Sinnvolles aus eurer Inselmannschaft zu machen. Hier, ein Geschenk von mir. Du erhältst das Item Giftklaue. Giftklaue wurde in der Itemstasche verstaut. Spürt ihr auch den Wind? Wenn in Alola so ein Lüftchen geht, weiß man nie, was das Schicksal für einen bereithält. Weißt du, ich werde den König übertreffen. Ob man die Inselwanderschaft macht oder nicht, spielt keine Rolle. Man kann es trotzdem zu etwas bringen. Bromley hat es vielleicht nicht zu Captain geschafft, doch er kann noch über 1000 andere Dinge ausprobieren. Und du, Zwergvieh, halt dich bereit. Sobald wir beide unsere Inselmannschaft hinter uns haben, machen wir beide einen Kampf. Mal so richtig ernst. Ich weiß. Hab ich Angst. So, geht's hier drin zur nächsten Prüfung? Ich sollte mein Pokémon-Team vorher mal heilen und dann mal zur Prüfung aufbrechen, die hoffentlich dort ist. Anderen Orts, das wäre irgendwie Schwachsinn, das wäre Blödsinn, das wäre schade. Erstmal suchen, dann schauen wir mal. Wen haben wir denn hier? Zwei kleine Kinder, ein Trumpwiese und ihn. Oh! Bis ihr noch Jung Seite einsetzen könnt, dort ist noch etwas, aber in der Zwischenzeit könnt ihr ja weiter an der dazugehörigen Pose feilen. So ungefähr, oder? Wenn ich etwas schmal stärker bin, kann ich aus Haus aufpassen, wenn Lola mal weg ist. Oh, du bist Mädchen. Den Inselwanderschaft solltest du bald überstanden haben, oder? Lola ist gerade nicht hier, also musst du wohl oder übel mit mir Vorlieb nehmen. Keine Sorge, ich werde nur so hart angreifen, wie Lola es auch tun würde. Willst du gegen mich kämpfen, Mädchen? Ich bitte darum. Auf geht's. Hoffentlich hast du eine Blüte für mich. Andererseits wär's blöd. Andernfalls wär's sehr blöd. Na dann, lass uns es angehen. Oh ja, es hat den Flair von der Mazurika-Prüfung, also drei Pokémon, passt schon. Ich ganz bestimmt mein Blumenblatt kriegen. Ein Subiris, ein Vinicro. Na dann mal auf zum fröhlichen Kämpfen. Gift-Tip ist nicht sehr effektiv, das ist schön. Das heißt, ich kann nicht wirklich angreifen. Kann ich den Nasäureregen, ist auch nicht so effektiv, also lassen wir es mal. Das ist eine Giftfalle ein. Das könnte ihn schaden oder nicht. Okay, ja, was kann Venikro noch? Charm kann's. Kannst mal Charm ausprobieren. Charm. Mal sehen, was das bringt. Nicht viel. Finster Aura. Macht es alle. Es macht mein Venikro alle. Dann bist du in der Reihe, Dragon. Greif an und besiege das Venikro. Das Zubiris. Venikro wurde schon besiegt. Drachenklaue, wie merkst du damit? Zack, zack. Okay, so zack, zack war es dann doch nicht. Hui! Der Attack hat reingehauen. Dann ich noch einmal mit Antikraft. Die Attacke haut hoffentlich auch rein. Ja, Hache haut ordentlich auch rein. Jo. Nein, die haut nicht rein. Um seine Attacke haut erneut rein. Dragon wurde besiegt. Und Lenny ist an der Reihe. Lenny, du bist dran. Du bist ordentlich in Folge gekämpft. Auch wenn ich es anders auswählen könnte. Ich mache immer dieselbe Reihenfolge. Finster Aura. Geist gegen Geist dürfte doch immer was bringen. Hat es zumindest sonst immer. Ja, Lenny wurde besiegt. Dann ist Steve an der Reihe. Steve ist dran. Streng dich an, Steve. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Du bist mein bester Krieger. Nitro-Ladung. Mach's fertig.
Ich dachte, mach's fertig, aber gut. Kannst du bestimmt noch ein zweites Mal einsetzen. Ja, er hat noch eine zweite Möglichkeit. Dann probiert das mal mit Bohrschnabel. Zack, die Duster. So wie er es wohl besiegt. Ist das jetzt zappenduster um seine Augen? Snobbly Cards. Weiterkämpfen natürlich. Musst du jetzt Snobbly Card ein. NDA Double. Der hatten wir lange nicht mehr im Team. Aber gut. Juwelenkraft. Juwelenkraft ist hier wohl die Lieblingsattacke oder was? Steve wurde besiegt. Armer Steve. Muss jetzt wohl Hoodie mal herhalten. Wird knapp. Ich habe nur noch zwei Pokémon. Und ein paar Tränke und Beleber. Die könnte ich auch noch unter Umständen einsetzen. Laubklinge. Na komm. Oha, diese Attacke. Das heißt eigentlich Vernichtung. Es ist doch wieder hyperspontan Angriff. Nein, schwarzes Loch des Grauens. Seit wann kann Mauzi oder Snobbly Card eine Psycho-Attacke oder eine Unlicht-Attacke? Tja. Die Aurora-Form ist scheinbar Unlicht. Und die wurde besiegt. Oh, shit. Wir sollten wohl irgendwie auf Tränke setzen. Weil Pikachu hat auch nur effektive Attacken. Ich würde, glaube ich, auf Steve setzen. Das ist bisher, glaube ich, das Beste gewesen. Einmal ein Item hier. Beleber, Beleber, Top-Beleber. Zwei Top-Beleber habe ich. Ich setze jetzt einen Top-Beleber ein. Ist nur sinnvoll. Steve hat sich vollkommen wieder erholt. Jung, weil das... Ja, passiert. Okay, jetzt noch ausgehalten. Aber jetzt kann ich vielleicht Stromstoß einsetzen. Nee, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass schon einmal ein bisschen schaden könnte mit Pikachu. So, Steve, das letzte Teammitglied. Mach was draus, Steve. Ich verlasse mich auf dich. Bei mir sind schon fast alle tot und beim Gegner sind noch zwei hier. Snobbly Card und ein anderer. Na komm. Mach was draus. Steve, halt aus. Steve, halt aus. Ich will nicht noch einen zweiten Versuch starten müssen. Doch, das sieht danach aus, als müsste ich einen zweiten Versuch starten. Ja, das sieht sehr heftig danach aus. Ich versuche es mal mit einem Trank, aber viel bringen wird es das wahrscheinlich nicht. So, mein Hypertrank. Der hält ja eh nur zwei Stöße aus. Naja, müssen wir wohl einen zweiten Versuch angeben. Hat sich der Top-Beleber wohl doch nicht gelohnt. Juwelenkraft. Oh, und da war es vorbei mit dem Team. Ja, nächstes Mal ein bisschen besser taktieren und ein bisschen besser punkten. Und dann schaffen wir es doch. Kennt kein fähiges Pokémon mehr. Zum Pokémon-Center, das ist ja nicht weit. Neut. Einmal das Team heilen und dann auf geht's zu neuen Versuchen. Ja, auf voll Power. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Da haben wir mal wieder gewonnen. Steve erreicht Level 52. Inselkönig Yasuo wurde besiegt. Beim 25. Versuch. So ungefähr. Punkt, Punkt, Punkt. 2-4 gewinnt 8480 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Yasuo hervor. Nicht schlecht, Mädchen. Hoffentlich schiebt die Kleine das nachher nicht wieder auf mein Alter. Hier, deine Belohnung. Mehr gibt's nicht. Ein Rosenblatt. Du erhältst das violette Blatt. Violettes Blatt wurde in der Basis-Itemtasche verstaut. Natürlich violett, weil die liebe Yasuo gegen uns kämpft. Quatsch, nicht die Yasuo. Yasuo ist er. Aber die dem Trainerin gegen uns kämpfen wollte, die eigentlich hier sein sollte. Du kannst Matsuika ruhig ausrichten, dass du deine Aufgabe erledigt hast. Willkommen zurück, Zwergenfee. Wie geht es den anderen Captains? Waren alle in Form? Für uns als Captains ist es eine große Freude zu sehen, wie stark und selbstbewusst du im Verlauf deines Abenteuers geworden bist. Ihr Trainer auf Inselmannschaft und wir, die wir als Captains dabei über euch wachen, können diese besondere Freude gemeinsam mit den Pokémon genießen. Wärst du so gut,
mir die 7 Blütenblätter, die du gesammelt hast, mal kurz zu leihen. Flower Power bei Matsurika. Pass auf, jetzt kommt die Flower hier. Wird es aufgezeichnet oder aufgeklebt oder eingerahmt, was auch immer. Bitte sehr. Eine Regenbogenblüte. Ich habe sie aus den Blütenblättern des Kapitäns gefertigt. Der Kapitäns. Eingerahmt und in Glas geschweißt. Du hältst das Item Regenbogenblüte. Regenbogenblüte wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Nun möchtest du sicher erfahren, welches Herrscher-Pokémon sich hier die Ehre gibt. Immerhin sprechen wir vom Herrscher-Pokémon der allerletzten Prüfung. Mit anderen Worten, triffst du jetzt also auf das stärkste Herrscher-Pokémon deiner gesamten Inselwanderschaft. Au, Backe. Ich habe bewusst mein Team nicht geheilt, weil ich dachte, es sei vorbei und ich könnte ins Pokémon-Center gehen danach. Aber ja, jetzt kommt noch ein Herrscher-Pokémon. Ja, okay. Dann war ich nicht gefasst. Bundlebee! Ja, nice.